Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Ich bin wieder startklar. 55 Blood Packs habe ich bei mir. Und wir schauen nochmal, die Richtung stimmt noch nicht ganz. Wir müssen da bei Eule vorbei. Genau. Und jetzt kommen wir direkt wieder in die Richtung von den Bloodstalkern. Ich hoffe, wir finden einen, der etwas schwächer ist als jetzt hier beim letzten Mal, denn sonst kriegen wir das wieder nicht hin mit dem 10. Ansonsten muss ich halt einfach mal über einen längeren Zeitraum mir immer wieder Blut abzapfen, damit wir das hier mal hinkriegen. Okay, und hier hänge ich schon das erste Mal fest. Toll, fängt super an, der Maxi, Mensch. Irgendwie war der Weg das letzte Mal. Da sind wir ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Wir sind halt auch da so schräg irgendwie. Ah, wir schauen mal runter. So. Bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ach Mann. Und wenn ich das. Oh Gott. Ja, wenn ich das schon wieder höre, da kommt auch ein Insektenschwarm auf uns zu. Beziehungsweise uns nach. Da wollte ich jetzt einmal nur schnell weg und habe gleich mega viel Fallschaden davon bekommen. Aber ist okay. Ist momentan noch alles im grünen Bereich. Das hätten wir uns zur Not auch wiederholen können. Da lang. Da lang bei den ganzen lieben Dinos. War das letzte Mal ein Kaposuchus gewesen? Heute anscheinend nicht. Das ist mir natürlich sehr recht. Und ihr kennt mittlerweile bestimmt auch den Weg zu den Bloodstalkern. Wir sind ihnen hier schon so oft zusammengegangen. Was wichtig wäre, dass wir vielleicht, wenn wir dann direkt bei denen sind, relativ viel Energie noch haben. Denn die hauen uns ja am Anfang auch nochmal an. Oh, das war anscheinend knapp. Und da wäre es schlecht, wenn wir dabei gleich drauf gehen. Okay. Okay, alles chillig. Alles chillig. Ich höre zwar schon wieder einen Insektenschwarm, aber von denen lassen wir uns überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Jo, da ist einer der Bloodstalker. Das war aber, glaube ich, der so ein hohes Level hatte. Da ist ein Sarko. Wir gehen einfach mal weiter hier durch. Oh, cool. Ein Terrorbird macht eine Schildi fertig oder andersrum. Der macht die schon ziemlich fertig. Wir rennen einfach mal vorbei. Ja. Das ist das Schöne, wenn die mit sich beschäftigt sind. Okay, 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 okay. Ich will halt nicht in die Insektenschwärme dann immer reinrennen. Oh. Ach, war zum Glück nur eine Iguanodon. Das wäre sonst echt schlecht gewesen. Okay, soweit so gut. Hier ist ein kleiner Käfer. Und hier sehe ich gerade gar nichts mehr baumeln. Wo sind die Viecher? Sind wir da jetzt doch schon zu weit weg? Zu weit aus dem Gebiet der Bloodstalker raus? Weil die eigentlich überall waren. Jedenfalls überall hier in dem Gebiet. Oh, Pilze können wir auch gleich mal noch mitsammeln. Alles, was hier wächst, ist theoretisch gut. So, hier ist nur ein Iguanodon. Deshalb gehe ich einfach mal hier runter. Oh. Das klang echt böse gerade. Hä? Leute? Sonst werden wir immer von diesen Viechern schon vorher weggenatzt. Okay, da ist jetzt dieser Terrorbird. Das macht es nicht unbedingt einfacher.
Müssen wir die Runde rumgehen? Kommen wir hier komplett rum? Sieht so aus. Aha, ja, genau. Wir laufen in ein Insektennest. Ist ja richtig. Der läuft von uns weg, aber ich glaube halt. So viel Speed habe ich noch nicht drauf, dass ich vor dem weglaufen könnte. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Ja, läuft. Läuft doch bei uns. Wisst ihr, wenn man die mal sucht. Wenn man die Biester sucht, sind sie nie da. Aber wir provozieren mal. Wir gehen hier auf so einen Baum drauf. Da haben die sich sonst immer für uns interessiert. Jetzt wird es natürlich etwas ungünstig. Kommen wir auf den... Oh mein Gott. Der hat uns kurz angehittet mit. Der Terror Bird. Das sind die Blukaulos. Die sind glücklicherweise lieb. Mensch, da haben wir aber jetzt Glück gehabt. Ah, da ist meine Leiche. Das ist der Starke wieder. Der mit... Also ihr seht, allzu viel Zeit ist seit der letzten Folge auch nicht vergangen. Aber der Starke bringt mich in dem Fall nicht weiter. Ich habe zwar jetzt ganz viel mehr Bloodpacks dabei. Könnte allerdings sein, dass das trotzdem nicht reicht. Ja, da ist er noch. Da waren doch aber noch viel, viel mehr. Ich will halt nicht zu dem hin. Ich will definitiv nicht zu dem hin. Ich meine, gut, wenn er uns jetzt schnappen würde, dann ist es halt Pech und wir können nur hoffen, dass das funktioniert. Und da ist auch noch einer. Das ist definitiv keiner, den wir schon mal hatten. Glaube ich. Wir probieren es mal aus. Was dann allerdings so mein Bedenken ist, wenn der uns hat. Ja, der ist auch schon ein bisschen wütend auf uns. Sehr schön. Schnapp mich. Ja, sehr gut. Wenn der uns hat und wir den gezähmt haben. Ziehst du mich bitte schnell hoch, nicht dass hier noch ein Sarko kommt. Was passiert dann, wenn der gezähmt ist? Okay. 100. 100 ist, denke ich, okay. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Der sieht richtig gut aus. Ja, wir haben ihn. Eigentlich. Hallo? Wir haben dich gezähmt. Dann mach ruhig unsere Bloodpacks alle, ist okay. Okay. Das ist jetzt sehr eigenartig. Macht er uns dann trotzdem kaputt, wenn er uns gezähmt, also wenn wir den gezähmt haben? Vielleicht sind meine Bloodpacks alle? Wir werden es sehen. Yay! Except, okay, 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 wir haben ihn. Der hat uns noch. Können wir... Oh, wir können mit dem laufen. Yeah, das ist ja geil, oh. Das ist ja mal richtig geil. Wir haben ihn, wir haben ihn. Mensch, und ich wollte ihn schon hier kaputt machen. Ich glaube, ich möchte erstmal einfach nur mit ihm nach Hause. Irgendwie. Wenn das funktioniert, wie... Climbing, okay. Sehr geil. Und so, meine lieben Freunde. Zähmt man sich einen Bloodstalker. Okay. Das ist ja mal geilo. Das ist ja richtig geilo. Kann er jetzt hier hochklettern? Können wir klettern? Nee, nicht wirklich. Okay, aber wir sind erstmal oben. Das heißt, wir sind irgendwie in Sicherheit.
Das ist nicht schlecht. Das ist sogar richtig cool. Ich muss nur mal... Wir müssen eigentlich da lang. Okay. Das ist natürlich... Oh, yo. Wie weit wir mit dem kommen. Okay, können wir jetzt klettern? Ah, okay, das ist schon mal zuhauen. Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Definitiv. Wie komme ich in den Klettermodus? Ja. Das üben wir einfach nochmal. Hui. Geil. Sehr geil. Ja. Das ist natürlich cool. Aber. Da ist unsere Base. Okay. Kriegen wir, denke ich, trotzdem hin. Oh. Oh. Ja. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch trotzdem in den Kletternmodus. Ich will auch nicht, dass er mich jetzt irgendwie loslässt. Gefällt mir zu sehr gerade bei ihm. Nee, da drüben ist schon richtig. Ah, cool. Ja, ich will halt nur erstmal in Richtung Base. Damit ich das in Ruhe ausprobieren kann. Wie das funktioniert mit dem. Ah. Beweg dich mal nicht so viel. Kollege. Ist wahrscheinlich gerade ein blöder Ort hier. Blöd rangekrabbelt. Und jetzt habe ich meine Richtung wieder verloren. Ne? Die ist richtig okay. Können wir hier irgendwas steuern? Das ist nicht schlecht. Das ist sogar insgesamt sehr gut, weil da sind nur Iguanodons. So. Da drüben irgendwo ist unsere Base und da wollen wir natürlich hin. Sehr gut. So, ganz ranziehen. Okay, okay, okay. Aha. Ich hab ein bisschen Schiss, hier irgendwas zu drücken. Ah, so lassen wir uns also... Ja gut, das ist eigentlich wie bei Grappling Hook. Grappling Hook. Wir sind fast da. Wir sind fast da, mein Lieber. Didding. Müssen wir uns nur hier eigentlich besser fortbewegen. Das schleift hier alles noch ein bisschen. So. Wow, wie Tarzan hier. Cool. So, Base, wo bist du? Da drüben irgendwo. Tarzan! Hm. Eigentlich möchte ich mich ein bisschen abseilen, genau. So. Wir werden ankommen. Oh, und da sind wir. Da sind wir. Sehr gut. Jetzt kann ich ja hier mal... Ah, oh, geil. Okay, und da kann ich auch einfach wieder drauf. Und jetzt können wir mit dem laufen. Also, wenn der sich mal loslässt. X? Ah, X. Okay. Haha.
wie geil. Okay, ich weiß auch schon, wo ich mit ihm hin will. Beziehungsweise, wo ich ihn parke. Mensch, als hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt, dass wir den hier... Welches Level ist der? Geil! Freunde, wir haben einen Bloodstalker. Ja, nein. Ja, nee, ist klar. X. X. Kann ich den jetzt angreifen? Ich denke, so ein bisschen muss ich hier doch aufpassen. Wir gehen mal da hoch. Und jetzt hier hin. Hey, geilo! Oh, das gefällt mir so sehr. Vor allem die Konturen von dem. Das ist echt krass. Okay, was können wir mit dem machen? Okay, wir können es aber zum einen wegziehen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich hätte es gerne an einem kleinen Dino halt probiert. Okay, okay. Komm. Komm. Freunde, ich habe einen neuen Lieblingsdino. Ich habe einen neuen Lieblingsdino. Der hat echt meine ganzen Bloodpacks hier aufgefressen. Aber habe ich nicht hier irgendeinen Angriff gehabt? Lass mal los. Lass den mal los. Ja, wir lernen den Bloodstalker hier natürlich noch ein bisschen kennen. Keine Sorge. Der kann hier jetzt... Ah ja, und jetzt können wir hier auch schön mit ihm auf den Baum klettern. Wunderbar, jetzt haben wir hier einen Kletterdino. Und mit dem können wir uns auch durchs ganze Sumpfgebiet schlängeln. Das ist wirklich einmalig, einmalig. Super, dass das funktioniert hat gleich. Es war auch richtig, die Geduld dazu haben und hier so viel Bloodpacks zu sammeln. Das ist echt der Hammer mit dem Vieh. So geilo. Ja, ihr merkt, glaube ich, dass ich sehr begeistert bin. Vom Bloodstalker. Und wir ziehen uns gleich mal runter. So. Zack. Ah, oh, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Nur was... Was bringt uns das jetzt, wenn wir den so getargetet haben? So, jetzt seht ihr, der zieht es an sich ran. Bringt uns das was? Ah! Cool, wir haben es richtig eingewebt. Wir müssen das wirklich komplett an uns ranziehen. Und dann kann das nämlich erstmal gar nichts machen. Geil. Cool. Ja, mach ihn alle. Mach ihn richtig alle. Ich meine, vom Schaden her ist jetzt relativ schwach. Aber das macht nichts. Wir haben das Vieh jetzt erstmal gesichert. Und machen es nach und nach immer mehr fertig. Yay. Ah, das macht mich gerade so glücklich, Freunde. Dass wir hier endlich einen Sieg sozusagen errungen haben. Okay, das war gar nicht an. Ah, durch den Bloodstalker sehen wir auch, welche Diener unsere Freunde sind und welche nicht. Cool. Wie viel Leben hat er noch? Sehe ich nicht. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Der ist... Ah ja, da seht ihr es. Der ist sehr blutig.
Richtig krass. Bloodstalker. Cool. Also wenn wir mal irgendeinen Dino haben, den wir hier überhaupt nicht mögen. Ja, ernte ihn ab. Jetzt haben wir sogar Prime Meat bekommen. Wow, geilo. Also mit C ist dann dieser normale Angriff. Puh, und da haben wir direkt auch ein Level Up bekommen. Das ist natürlich richtig geilo. Der Bloodstalker, der bekommt von mir erstmal Energie. Das geht ja gar nicht. Und wir bekommen jetzt auch mal Energie. Okay, wir haben einige Engramme automatisch jetzt gelernt. Level 28, ja gut. Ist jetzt nicht so... So der Hit, was da zu lernen ist. Okay. Sehr schön. Du bleibst bitte hier. Disable Spider Vision. Ah, okay, das können wir also direkt einstellen. Du bist jetzt aber mal bitte passiv. Ich würde jetzt trotzdem mal gerne ride. Ah, sieht das geil aus. Sieht das geil aus, wie der mich hält. Ich kann aber leider nicht näher ran. Das sieht aber echt so cool aus. Ja, wir gehen mal hier. So, kann ich da näher ran? Nein. Aber das gefällt mir richtig gut. Bloodstalker hat mich voll im Griff hier. Und Spider Vision hat er auch noch. Es ist echt ein geiler Dino. Haben sie sich was richtig Cooles einfallen lassen? Ist sehr eklig. Ja, genau. Vor allem, wenn man keine Spinnen mag. Aber ich denke, der wird uns noch viel nützen. Der bleibt jetzt schön da oben. Es ist ein relativ schwacher, aber Freunde, wir haben einen Bloodstalker. Wir haben das Vieh jetzt gezähmt, was uns die ganze Zeit hier so Probleme bereitet hat. Und da können wir, denke ich auch, also ich bin da schon ein bisschen stolz auf mich. Muss ich dazu sagen. Ich freue mich da sehr drüber. So. Jetzt packe ich hier erstmal alles wieder in mein Inventar, was ich brauchen könnte. Bloodpack brauchen wir, denke ich, erstmal nicht mehr. So, wir sagen nochmal Hallo. Bam. Und bekommen dafür Hexagons. Freunde, heute war's das. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr habt jetzt einen kleinen Einblick darüber bekommen, wie man sich so einen Bloodstalker zähmt. Der ist ja richtig cool. Und natürlich hoffe ich dann, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Da werden wir, denke ich, die Base noch ein bisschen größer bauen. Es nützt nichts, Freunde. Wir müssen hier ein bisschen ranklotzen. Ich muss mir noch was einfallen, dass ich auch zu dem hochkomme. Wahrscheinlich wirklich durchs Haus. Ah, der hat den ja gar nicht abgeerntet. Da können wir uns noch ein bisschen was gönnen. Super. Und dann werden wir den Bloodstalker auch ein bisschen trainieren müssen. Denn der ist ziemlich, ziemlich schwach. Aber ihr habt es gesehen, ich glaube 20 Packs haben bei dem ausgereicht. Wahrscheinlich hätten wir den 540er mit den Bloodpacks kriegen können, die wir hatten. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das letzte Mal nicht gesehen habe, ist es natürlich sehr ungünstig. Freunde, ich labere schon wieder viel zu viel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.